Und hier auf der Anlegermesse Invest ist die Suche nach Sicherheit natürlich groß in Zeiten der Schuldenkrise. Und für viele gelten Gold und Silber als ein sicherer Hort für ihr Geld. Bei mir ist Thorsten Schulte. Er ist der Silberjunge. Und sein Untertitel sagt schon, was er bevorzugt. Wieso ziehen Sie Silber dem Golde vor? Also ich sage immer ganz gerne, Gold wird gehortet, Silber wird verbraucht. Silber steckt ja in unheimlich vielen Anwendungen, in Ihrem Mobilfunktelefon, aber auch in Ihrem Auto. Und wenn Sie sich mal vorstellen, wir hatten 1950 gerade mal 70 Millionen Autos. Inzwischen fahren 1 Milliarde Autos rund um den Globus über unsere Straßen. 2030 rechnen wir mit 1,8 Milliarden Autos. Das heißt, bis dahin verschwinden nochmals 800 Millionen Unzen Silber in Personenkraftwagen. Ein Beispiel von vielen. Und hinzu kommt aber noch etwas anderes. Silber zeigt immer wieder in Inflationsphasen, dass es schafft, Gold auch zu performen. Wir haben das in den 60er, 70er Jahren gesehen, da hat Silber sich fast vervierzigfachen können. Der Ölpreis kam gerade auf eine Verzwanzigfachung, Gold lag so ein bisschen in der Mitte zwischen beiden. Und seit 2003 sehen wir Ähnliches. Von 2003 an, wenn wir das mit 100 indexieren, da konnte sich das Öl bislang ver-2,5-fachen. Silber liegt momentan beim 5-fachen, auch da liegt Gold wieder zwischen den beiden. In der Spitze hat sich Silber sogar ver-7-facht. Aber Silber, und das haben wir im letzten Jahr sehen müssen, kann auch schnell wieder einbrechen. Da ist Silber fast auf $50 hochgeschossen im letzten Jahr und dann wieder unter $30 gefallen. Zeigt das nicht, dass da eine spekulative Übertreibung da ist? Möglicherweise sogar eine Blase? Also erstmal sage ich zu jedem Silberinvestor, wer die Hitze in der Küche nicht aushält, der muss sie verlassen. Ja, also wir müssen uns als Silberinvestor immer auf faire Rückschläge auch gefasst machen. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, Silber war während der Weltwirtschaftskrise bei $8,45 im Tief im Jahr 2008 und konnte dann fast auf $50 im April 2011 emporklettern. Dass wir seitdem in der Spitze eine Korrektur von 47% gesehen haben, ist auch historisch ganz, ganz normal. Und ich kann auch heute den Menschen nur den Rat geben, nicht drauf zu schauen, ob sie bei 30, 31 oder bei 26 $ das Silber kaufen. In 2, 3, 4 Jahren wird es nicht für Sie relevant sein. Betrachten Sie Silber wirklich als besten Hedge gegen Inflation. Und wo steht das Silber dann in wenigen Jahren? Also für mich ist es nicht die Frage, ob es dreistellig wird im US-Dollar. Für mich ist wesentlich wichtiger, wie viele Unzen ich brauche, um den DAX-Index zu kaufen. Wir hatten ja Heiko Thieme gerade schon zugehört. Und ich sage den Menschen, wenn wir den Kursindex des DAX kaufen können mit unter 50 Unzen Silber, dann gehen wir auch in eine Übertreibungsphase. Davon sind wir aber momentan entfernt, weil aktuell brauchen sie rund 150 bis 160 Unzen. Also eine Verdreifachung in DAX gemessen ist noch drin. Okay, das war wichtig. Und jetzt noch die Frage, wie kaufe ich Silber? Es gibt viele Wertpapiere, es gibt ETFs und dergleichen Zertifikate. Wie kaufen Sie Silber? Gut, wenn Sie sehr flexibel sein wollen beim Kauf, Verkauf, dann sollen Sie natürlich auch auf ETFs setzen. Kann man natürlich auch Zertifikate nehmen. Der Löwenanteil des Silbers sollte aber, so predige ich das immer Land auf Land ab, in physischer Form investiert sein. Und beim Silber ist wichtig zu beachten, dass Münzen und auch die Münzbaren von Umicore belegt sind mit einer 7%igen Mehrwertsteuer. Sagt Thorsten Schulte, der